in Absprache ein Loch ins Stirn schießen. Und anschließend mir selbst. Es ist immer die Frage, wie jemand mit seinen letzten Möglichkeiten umgeht. Meine letzten Möglichkeiten? Jetzt fängt es an, weh zu tun. Ich frage dich etwas. Ich bin verzweifelt. Bist du verzweifelt? Ich habe nicht genau hingesehen. Warst du verzweifelt, dass du herkamst? Unterbrechen wir. Meinetwegen. Unterbrechen wir. Damit sie nicht noch tiefer sind. Damals, du mit deinen Belladonna-Pupillen, jeder Augenaufschlag eine Augenwelle. Im Morgengrauen, Großoffensive. Du setzt dich zu mir. Du kannst nicht mehr huren, Lissi. Du setzt dich wieder zu mir. Alte Wunden zu heilen. Ich bin gekommen, weil ich dachte, vor dir stehen, das könnte mich aufbauen. Weil ich vor dir immer gut dastand. Unterbrechen wir? So nicht. Jetzt nicht. Damit nicht. Bei deinem Text. Was willst du von mir? Als du dich entschlossen hast, allein zu gehen. Entschlossen? Entschlossen? Gut. Also andersherum. Noch? Du bist jetzt nah dran an mir, glaubst du? Bildest du dir ein, du brauchst jetzt ein paar Sätze mehr in deinem Alter, um näher an die Sache heranzukommen? Ist es so? Ich bin nicht älter als du. Alt, uralt wie Sibylle. Sie schrumpft und schrumpelt, ohne zu sterben. Ein winziges, ledernes Püppchen, was den Geist nicht aufgibt, nur immer lederner wird. Dein Alter ist natürlich ein besonderes Alter. Was soll daran besonders sein? Ich bin eben noch gar nicht alt. Richtig. Du bist jetzt in dem Alter, wo du deine Besonderheiten hast. Und du? Nicht? Ich hab's hinter mir. Was, wenn wir nicht mehr hier säßen? Es ist ja nicht das Sitzen. Es ist dieses endlose Sitzenbleiben. Das war mit dir schon immer so. Man sitzt jedes Mal wie seit Jahrhunderten fest mit dir. Versuch nicht, komisch zu sein. Ich bin komisch. Eigentlich bist du jetzt dran. Du massierst mich. Was hat zwei Flügel und rührt sich nicht? Ein Fenster. Jeder Mensch sollte dem anderen ein Fenster sein. Schöne Aussicht. Hast den Würgegriff schon wieder gefunden, wenn du mich am Hals massierst. Lissi? Ja? Es ist das letzte Mal. Das letzte Mal was? Das letzte Mal, dass wir den ganzen Vormittag versitzen. Warum glaubst du? Ich weiß es. Es muss nicht sein. Glaub mir doch einfach mal. Du kannst doch nicht jetzt schon Tag für Tag von irgendetwas Abschied nehmen. Lass uns endlich auf den Kalender schauen. Ein Speiseplan fehlt für die ganze Woche. Morgen kommt mein liebster Gast. Ich werde keine Zeit mehr für dich haben. Ich besorge euch alles aus der Stadt. Frisch vom Markt. Ich helfe, wo ich kann. Seid mit mir zufrieden. Gib zu, dass du mich bestohlen hast. Es lagen 235 Euro in meinem Portemonnaie. Jetzt stecken nur noch 67 Euro in meinem Portemonnaie. Wo ist der Rest?
tust du das? Stiehlst, lügst, naschst an allem, was nicht dir gehört. Sag, dass du mich bestohlen hast. Ja, ich habe dich bestohlen. Du merkst aber auch alles. Aber den Mann verführen, ihn einer anderen wegnehmen, das ist nicht mehr Diebstahl, das ist fast schon Mord. Wenn etwas zusammengehörte, dann nicht Henrik und ich, nicht du und Henrik, sondern immer wir beide. Du hast mit mir nichts aufgebaut. Als meine Familie Gutserkow zurückbekam, waren Helene und ich allein. 2 Jahre haben wir von früh bis spät gebaut. Helene wurde erwachsen hier. Wir hatten die große Hoffnung, dass es aufwärts geht. Man muss sich einmal dein Leben als Gutsherrin vorstellen. Die ganze blutige Liebhaberei des Landlebens, die Verwahrlosung von Gebäuden und Gelände. Die Nebengebäude hat Helene unter sich, aber sie kümmert sich zu wenig darum. Inzwischen, sagst du, ist es hier recht still geworden. Wie mag es erst im Winter sein? Die Tage ohne Gäste sind ja immer sehr, sehr späte Tage. Man sitzt dicht beim Radio, man hört eine Sturmwarnung nach der anderen. Hast du was dagegen, wenn mein Sohn deine Tochter bekriegt? Dein Sohn? Wie alt? Ich habe ihn nie gesehen. Du hast ihn nie gesehen? Tim, du kanntest ihn als Kind. Dein Sohn ist der Sohn meines Mannes. Meinst du die beiden? Der Zufall hat's geschafft. Sie haben sich gefunden. Fast ein Geschwistermärchen. Sie ist scharf auf ihn, nicht umgekehrt. Wenn Helene auf irgendjemanden scharf wäre, dann endlich, weiß Gott, wäre sie aus dem Gröbsten raus. Kennst du sie? Brav sitzt sie neben dir am Mittagstisch. Brav bügelt sie die Wäsche. Brav schaut sie, was du brauchst. Doch in ihr stecken ungeahnte Scheußlichkeiten. Helene mit beinahe 30 noch zu Hause. Sie wird mich nie verlassen. Ich sehe sie trampeln auf endlosen Fitnessbändern. Schlendern an endlosen Männerringen entlang, ohne sich zu bedienen. Nicht einer, der sie mir abspenstig machen könnte. Helene kann es nicht sein, die sich an deinem Sohn vergreift. Aber ja, wir rücken noch ein Stückchen näher zusammen. Wir 4. Was meinst du? Mach mich nicht unruhig. Wir haben nichts geahnt. Warum ahnen wir nichts mehr? Wenn 2 Weiber nah beieinander, Mütter es nicht ahnen, wer sonst? Wenn Gefahr droht, es droht doch Gefahr, oder? Wenn ich's nur wüsste. So wie wir reden und vor uns hinstarren, das ist an sich schon ein übles Vorzeichen. Das Schlimmste ist, wenn man es nicht mehr mitbekommt, dass irgendetwas in der Luft liegt. Altersbeschwerden. Das Reh wittert, der Hund jault. Uns trifft's unverhofft. 2 satte Taferinnen, die sich vom reichen Tisch nicht mehr erheben können. Wehe, die eine versucht sich zu erheben. Wehe, sie versucht endlich aufstehen vom düsteren Tisch. Da schreit schon die andere ohne Erbarmen. Sitzen bleiben. Niemand verlässt die Tafel. Keine von uns beiden. Auch wenn nichts mehr niemals wieder etwas serviert wird. Lach nicht.